Willkommen zurück bei La Mulana. Ihr seht, ich bin wieder bei ihm hier. Ich habe mal geguckt, so generell, also ein bisschen hier so, hier und da mal ein bisschen durchgelesen. Und der Gute hier braucht 10 Schläge mit der Peitsche. Sollte machbar sein. Wenn wir hier irgendwann mal wieder... Ach komm schon. Alter, es ist so nervig, da hochzukommen. Also. Okay, 1, 2, 3. 4, 5. 7. 8, 9 und 10. Nice. Einfach Facetank. Sehr schön. Wir haben ihn hinbekommen. Damit haben wir die Leiter, genau. Was er bringt, weiß ich nicht. Ich habe einfach nur mal gelesen, wie viele Schläge er braucht. Und ob das im Rahmen des Machbaren ist. Aber wir live und genügend Leben hatten. Nice. Und ups. Ich würde dich gerne mitnehmen. Wir haben schon ein Siegel. Cool. Ich weiß noch, bei meinem allerersten Mal La Mulana durchspielen, hatte ich die Siegel alle erst ganz am Ende gefunden. Aber cool, dass wir jetzt schon eins haben. When the waters of the ocean calm, new child was born. In pursuit of the sun and the moon. Man and woman, life and death. Small, wingless, illless. Child was born. Das ist doch sehr poetisch. Nein. So. Kommen wir jetzt hier lang. Nicht da rein. Wo? Fragen über Fragen. Und ich bin nicht hochgekommen. Super. Genau das war geplant. Jetzt müssen wir hier wieder ewig warten, bis das Viech, bis diese Scheißplattform da mal wieder runterkommt. Ich darf nur nicht mein Auge aus dem, mein Leben aus dem Auge verlieren. Weil wir haben das Ganze nicht gespeichert und zack. Ha, ha. Nice, nice. Zack. Erstmal hier drauf. Au. Diese Fische sind nervig. Ein kleines bisschen. Vielleicht auch ein kleines bisschen mehr. Nein, nein, nein. Peitsch dich aus, komm her. Und damit sollte nichts mehr passieren. Ah, ein Shop. Want to buy something? Blub fishy. I buy it. Blub blub. I won't buy it. Blub blub. Fishy fish. Wir kaufen es einmal. Komm, warum nicht? Können wir ja mal noch Ziegeln davon suchen. Also nebenbei. Ich glaube, da oben war sogar noch eins. Ich bin so klug. Aua, das habe ich verdient. Einfach rechts stehen. Da passiert uns nichts. Bis wir mal gekauft haben. Hopp! Ich hab doch schon. Was? Ich will den noch kriegen. Naja, egal. Ging nochmal schief. Das ging auch nochmal schief. Okay. Können wir damit jetzt was machen? Ich glaube, die... Nee. Ich... Ach nee, genau, das war der Ausgang von dem Boss. Okay.
Oh. Was haben wir jetzt gemacht? Hm. Ah, oh. Wasser. Okay. Die dreht sich wieder. Wir wollen jetzt wieder hier rüber. Aha. Das hat jetzt genau was gemacht? Ich muss auch richtig drauf landen, ne? Ne, das geht gar nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht... ich habe noch irgendwas nicht gemacht. Wir können den Boss noch nicht machen. Ich glaube, das ist der Bossraum. Okay. Ich wollte nämlich... Okay. Ach. Ja, okay. Jetzt ist da unten aber auch Wasser. Oh, die Truhe ist offen. Ach, damit können wir schneller schieben. Das war lustigerweise eines der Items. Ja, ein bisschen. Das war lustigerweise eines der wenigen Items, die ich mir durchgelesen hatte. Aber nicht, wo man sie bekommt oder sonst was. Kann ich jetzt damit was. Fisch. Aha. Wir haben doch jetzt das eine Siegel. Können wir jetzt da oben was machen? Mal gucken. Nein. Wisst ihr was, Mama? So. Wir erstmal da hin. Und speichern das Ganze. Ich muss wirklich mal öfter speichern. Weil dann ärgere ich mich auch weniger, wenn ich mal sterbe. Klingt nach einer Idee. So. Ich finde damit das Vieh. Ja. Entschuldigung. Den möchte ich haben und möchte mit. Ja. So. Nee, ist das ein anderes Siegel. Ja, das können wir noch nicht nehmen. Warte. Ach komm schon, Demesa, du Schmock. Dann öffnen wir die Vase hier noch, die nicht blinkt. Laufen wir jetzt ganz panisch links und rechts. Yay! Ich weiß nicht, was war nochmal da links? Ich glaube, das war irgendwas, also so ein versteinerter Typi, ne? Ne. Mit dem können wir nichts machen. Aua, deswegen gehen wir jetzt hier wieder raus. Wir haben immer noch den Tempel der Sonne, wo wir weitergehen könnten. Theoretisch, zumindest. Ob es funktioniert, weiß ich ja nicht. Wir haben auch noch einen oder zwei Bosse, die wir machen können. Da haben wir auch schon drei Angst. Ich weiß nicht. Gab's Siegel oben am Surface? Also das von dem, was ich jetzt hab. Das ist doch mal eine gute Frage, ne? Jetzt einfach hier mal ein bisschen rumlaufen. Irgendwo wird schon... Diese Stacheln haben mir es echt angetan, ne? Waren da unten nochmal. Das war doch Tempel der Sonne, ne? Gehen wir mal da lang. Ah ne, das war das Mausoleum der Giganten, genau. Oh, nice. 10 Stück auch noch. Geil. Wie wär's, wenn wir die Steintafel da oben nochmal lesen, hä?
Nee, ich möchte wirklich keinen Hard Mode gerade. Ach ja, genau. Kommen wir hier lang? Ja gut, da hätte ich mir jetzt eigentlich das Gewicht sparen können. Ich bin hier einfach hingeportet, aber gut, egal. Oh fuck. Was hört man echt dafür so viel zu fluchen in dem Spiel? Das Spiel verleitet mich echt zu fluchen. Gib mir mal. Jetzt habe ich wieder von allen Subweapons ein bisschen genau. Jetzt hat Lex teleportiert schon wieder. There are items that looks like rocks with Lamunana's grip on them. They can be used like. Aha. Was möchte er mir damit sagen? Stimmt irgendwas ganz Wichtiges. Nein, das ist Xelput, der kann dir nur wichtigen Stuff bringen. Dass du dafür springst. Die Frage, wo will ich lang? Wir können ja mal ganz hier auf den Mond setzen. Ja, genau, falsch rum. Egal. Es ist zu spät. So. Am Mond. Weil jetzt geht der eine dann nämlich auf die Knie. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, was das bringt. Der betet mich jetzt. Ach, war das nicht so, dass man bei irgendwem beten musste? Wenn man einfach da stehen bleibt und nichts macht? War das der? Sieht irgendwie nicht so aus. Bleib ich hier mal kurz stehen. Ich weiß leider nicht genau, was man hier machen soll. Ich weiß, dass das hier nichts mit dem Boss zu tun hat. Oder vielleicht hier oben drauf. Warten. Da hat er eindeutig gesagt, von wegen unter dem und dem sollst du beten, indem du einfach nichts tust. Jo. Warten wir hier nochmal kurz, ansonsten habe ich keine Ahnung, was man hier machen soll. Ich habe bis jetzt auch noch nicht wirklich ein Tipp hierfür gefunden. Ne, bringt nix. Dann gehen wir einfach mal. Ach, das war der Endless Corridor, ne? Ne, hier kommen wir auch noch nicht weiter. Dann warten wir uns einfach in den Tempel der Sonne. Was wir natürlich nicht können, stimmt. Warum können wir da nicht hin? War ich seitdem Kral nicht mehr da? Also ich weiß noch, wie ich hinkomme. Wir können das ja mal hier gerade auf Sonne machen. Ah, bitte richtig rum. So und so und so. Können wir mal schon noch schnell gucken, ob sich da links was verändert. Nicht wirklich. Das war von hier aus. Ah, der Panzer, der jetzt ein bisschen schön. Also da stockt jetzt so ein bisschen. Aber naja. Kommt da. Gibt halt auch mal solche Parts, ne? Später sind wir dann überwiegend blind. Ah, hier ganz links nicht so ein Siegel.
nicht hier, sondern... Okay. War auch tatsächlich kein Siegel. Dann weiß ich hier auch schon mal nicht, wie man hier weiterkommt vom Rätsel her. Könnten wir nochmal hier runter zu gehen. Dann gehen wir jetzt einfach mal in den Tempel der Sonne. Was soll's. Ich meine ja zumindest, dass es hier war. Ich bin mir zumindest recht sicher, dass es hier war. Nee, das war... Das war so Leo der Gigant. Dann... War das denn? Haben wir hier doch schon alles gekauft? Ja, okay. Dann gehen wir doch nochmal hoch. Ich hätte... War das denn, wenn das nicht da war? Ach, war das vielleicht hier? Ach genau, mit dem Gewicht, wo man nicht mehr zurückkommt. Doch, ich erinnere mich. Und... fertig. So. Genau, hier war das. Auch. Und... Ja. Jetzt können wir uns auch hier porten, ne? Nee, ich hab... ich noch nicht... mit der Tafel, seit wir den Pfahl haben, geredet. So, genau, jetzt habe ich... Quicksave. Ah, jetzt geht's. Okay, dann habe ich das wirklich vergessen. Gehen wir jetzt mal... Ach, hier hinten war ich ja noch gar nicht. Ich war da einmal, aber ich habe es schon wieder vergessen. Was auch immer das gemacht hat. Oh, verdammt. Kastelein, ja, das mache ich. Dann muss ich jetzt erstmal wieder zurück. Ach ja, was ist das denn? Kann ich das nicht schieben? Okay. Das ist mir jetzt ganz neu, das kenne ich nicht. Okay. Das habe ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich werde jetzt hier runtergefallen sein. Okay. Was macht das denn jetzt? Ach, guck mal einer an. Und ich hab mich festgebacken. Nice. Ach komm schon, ernsthaft. Ah. Gut, aber den wollte ich glaube ich eh noch nicht machen. Wobei ich könnte den eigentlich probieren, theoretisch. Aber ich hätte eigentlich gerne erst die bessere Peitsche. Weil mit einer besseren Waffe sind die natürlich dementsprechend deutlich einfacher. Dann kenne ich den Boss noch nicht vom Muster her. Anderes Muster. Dann kann ich so fallen. Perfekt. So. Perfekt. Ach, hier war auch ein Zwischenboss. Hm, ich erinnere mich. Gehen wir erst wieder zurück und heilen uns. Wie oft bin ich ja jetzt schon reingefallen. Und habe das, warum auch immer, geschafft, mich da zwischen zu quetschen. Gut, in dem Part werden wir das auf jeden Fall noch einmal probieren, den Boss da. Nein, ich hab's sogar dürfen. Das sah gar nicht mal so schwer aus. Ja, auf jeden Fall erstmal heilen. Oh, mittlerweile heilt es auch schneller. Haben wohl genug HP mittlerweile. Gut. Temple of the Sun. Und nochmal. Halt, ich sollte vielleicht mal speichern. Sonst ärgere ich mich nur wieder, wenn ich jetzt sterbe. Ah, ja gut. Deswegen kann ich dann auch. So. So, perfekt.
Wie war das mit dem Boss? Ach, das war dieses Viech da, was sich so dreht. Au. Ach ja, genau, das können wir auch von unten. Ne? Bei? Kann ich dich mit Schuriken abwerfen? Oh. Dann ist es deutlich einfacher. Ja. Was macht dem wohl mehr Schaden? Warte mal. Echt das? Okay, es geht also wirklich. Müsste das Ding hier doch theoretisch noch stärker sein. Ja. Wow, der war ziemlich einfach. War das Ding schon gelesen? Challenge the Inferno Cavern, the road ahead is long. So to proceed, be prepared. Ja. Achso, das war jetzt nur, um den Eingang für die Lava Chamber freizuschalten. Was willst du schon wieder? Ach nee, ehrlich, es ist heiß. Das hat Lava so an sich. Uff. Oh Gott. Das war fies. Moment, das habe ich nicht auf mir sitzen. Dann machen wir nochmal. Dann rüsten wir das Ding gleich von vornherein aus. So. Den machen wir jetzt schnell. Ja, doch. Der dürfte jetzt eigentlich jeden Moment down gehen. Perfekt, easy. Gut. Dann versuchen wir mal. Soll ich denn am Speichern oder nicht? Ach komm. Speicherpunkt dürfte nicht weit weg sein. Wow. Hopp. Ja, wenn das nochmal gut gesprungen war. Turn left and swing your weapon. Turn right, swing your weapon. The soul of the children long harder to be away. Also links, Waffe, rechts, Waffe. Muss ich das unter der machen? Ne? Muss ich das auf ihr machen? So, komm hoch. Nein! Ich muss. Oh Gott. Ich hab's mir schon gedacht. Das ist doch eh fake. Als ob das da einfach so rumliegen würde. Das war so klar. Warum gehe ich dann trotzdem rein, wenn ich weiß, dass das eine obvious trap ist? Das ist doch auch wieder eine Falle. Stick to the walls, once the flames die down, kick off the walls and proceed. Also, sprich, run, wall jump. Gehen wir da runter? Ja. Aua. Ich muss mal kurz warten, bis das Feuer aus ist. Komm. Vergessen wir, dass das die stärkeren Skelette sind. Irgendwann kriegen wir auch ein Item, das wir Skelett one-hitten können. Ich will doch nur die. Das ist ganz schön riskant, da jetzt runter zu springen, oder? Wir sind ganz, ganz, ganz nah dem Safe Point. Da jetzt hoch. Oh, böses Skelett. Oh komm, das wäre jetzt so ein episches Finale für den Part. Und. Komm. Und. Nice.
Gut, dann würde ich sagen, war's das mit dem Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.